In der Tat haben wir alle eine Verantwortung, nicht nur die Hausbesitzer, sondern auch die Mieter, die dann auch zahlen müssen. Das vergisst man immer, oder? Aber wir machen auch sehr viel. Wir orientieren über die Zeitung, wir sind Miterfinder des GEAG, des Gebäudeprogramms, und letztlich haben wir jetzt ein neues Programm zum Sanieren entwickelt. Müssen Sie als Direktor nicht ein bisschen mehr Druck machen? Ja, wir müssen natürlich immer mehr Druck machen, aber es gibt natürlich viele Leute, die wollen auch nicht. Die sagen, ich bin jetzt ein älterer Eigentümer und das gehört sowieso in 5 Jahren den Kindern, ich mache nichts mehr. Und über die Hälfte der Eigentümer sind über 60 Jahre alt. Ja, aber die haben Nachkommen, es ist eine Investition, die sich lohnt. Ja, Lionen schon, aber denken Sie, man rechnet denen dann vor, ja, wissen Sie, in 20 Jahren rentiert das und sagt, das interessiert mich einfach nicht mehr, oder? Also die Eigentümer, die ja viel Geld im Haus haben, die denken kurzfristiger.